15 Mann auf der Totenmannskiste. Joho, ho, und Buddel voll rum. Matrosen, so langsam habe ich das Gefühl, dass in dieser Stadt irgendwas im Gange ist. Erst der hintertückische Grabbelgraf im Stadion, dann ist noch Sandys Portemonnaie weg und dann dieses quakende schwarze Biest in der Kanzlerei. Da muss es doch irgendwie einen Zusammenhang geben. Ja, warum stiehlt ein übergroßer Unkenmann die Kronjuwelen des Kanzlerhauses? Und wer ist er? Oder es? Freunde, wir können das jedenfalls nicht so auf uns sitzen lassen. Auch wenn Inspektor Bungabar sagt, wir sollten uns aus den Ermittlungen raushalten. Schließlich machen wir da weiter, wo die Polizei aufhört. Ganz genau. Diese aufgequollene Unke hat nicht nur die Kanzlerjuwelen gestohlen, sie hat sie vor dem Team Europa gestohlen. Ehrensache. Das Viech wird eingetopft. Ja, das ist ja alles schön und gut, Kollegen, aber ich muss sagen, dass dieser Joghurt eben erst so richtig meinen Appetit angekurbelt hat. Ihr habt einen riesen Hunger. Ihr nicht? Ah, Jedi, du hast wie immer die besten Ideen. Ach, ich sterbe vor Hunger. Urmeier, recht habt ihr. Ich schieb einen Mordskohldampf, seit es vorhin bei dem Empfang so gut nach Lauchsuppe gerochen hat. Mit so einem Bärenhunger kann man natürlich nicht auf Unkenjagd gehen. Sonst ist einem der fettgesichtige Feind immer einen Sprung voraus, oder? Aber kein Problem. Schnell hackt die Jedi in die Tasten des Telefons und bestellt da einmal Pizza Europa. 28 cm Käse, Tomatensoße und natürlich Kapern auf knusprigem Teig. Eine Sache geht mir immer noch nicht aus dem Kopf. Dieser freche Perversling von Stadiongraf hat doch die ganze Zeit von Unken oder Fröschen geredet. Ja, du hast recht. Das war seine völlig an den Haaren herbeigezogene Ausrede für das unerhörte Rumgegrapsche mit seiner pädophilen Patschehand. Touch! Genau das dachte ich auch. Aber findet ihr es nicht komisch, dass er ausgerechnet panische Angst vor Unken hat und dann eine Unke vor unseren Augen das Büro der Kanzlerin verwüstet? Lex, du bist genial. Wir sollten diesem Stadiongrafen einen zweiten Besuch abstatten. Ich meine, vielleicht ist die Unke ja in Wahrheit sein Komplize. Und die Juwelen liegen bei ihm zu Hause unterm Bett. Oder er selber ist die Unke und hat sich nur verkleidet als Graf. Ja. Ja, das wäre was. Na, passen würde es ja zu diesem kleinkriminellen Egomanenlustmolch. Es tut mir sehr leid, Kollegen. So gern ich diesem Strauchdieb auch das Handwerk legen würde, diesen Besuch müssen wir verschieben. Ich habe heute Abend noch ein Hula-Hoop-Training. Hup, 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 hup. Bei mir sieht's auch schlecht aus. Ich muss bis morgen noch eine Hausarbeit zu Ende schreiben. Und außerdem freue ich mich schon seit Wochen darauf, als Belohnung gegen meinen neuen Schachcomputer auf Elo 700 zu spielen. Davon kann mich morgen wirklich keiner abhalten. Klar doch. Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen, oder? Wir sollten aber, bevor wir dem Stadiongrafen einen zweiten Besuch abstatten, Professor Assis von der Amal Marduk University aufsuchen. Hm? Er ist Professor für Sozialanthropologie und Kryptozoologie. Ach, ja. Beschäftigt sich also mit der Geschichte von Babylon City, aber auch mit ihrer Mythologie. Ich setze mich ab und an gerne in seine Vorlesung, wenn ich eine Freistunde habe. Er weiß unglaublich viel und vielleicht hat er schon mal was über riesenhafte Unken in Europa gehört. Lex, das ist ja eine großartige Idee. Den werden wir gleich morgen früh nach seiner ersten Vorlesung abpassen. Kristallklar!